Hallöchen und willkommen zurück bei Neverwinter. Letzten Folge waren wir in der Werkstatt, haben die Werkstatt ausgebaut, haben unseren Vormann oder Vordermann angestellt. Der gute Vorem. Und wir haben Aufträge in Arbeit gegeben. Von uns und zwei Abenteurern. Da konnten wir schon eins an, also abholen. Die anderen sind 8 Minuten, 4 Minuten fertig. Und wir haben jetzt diese eine Quest fertig. Das heißt, wir werden mit unserem Vormann jetzt mal sprechen. Damit dürfen euch nun die Grundzüge da sein. Es sollte jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Werkstatt wieder in altem Glanz erstrahlt. Sehr schön. Gut. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt jetzt mal. Das ist schon mal gut, Alter. Sehr gut. Wie sieht der Plan für heute aus? Okay, das dauert also noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder zu der Hauptquest, also der Kampagne. Ich möchte jetzt auch nicht die 4 Minuten hier noch warten, bis das fertig ist. Keine Ahnung. So. Vielleicht den Gustl mal abzulösen, geht was anderes. Ich ging Heiler oder so, ich glaube, das wäre, glaube ich, angenehmer. So, was hat er noch da weiter? Und machen weiter mit dem Gruff von Kelimvor. Sorry, Freunde, dass ich öfters mal verpeilt bin, aber so bin ich leider. Auch was hier so mit manchen Sachen angeht. Ich war damals im WoW eigentlich ziemlich aktiv immer drin, auch in der Materie. Hier muss ich mich auch noch ein bisschen nochmal durchlesen, weil hier vieles anders ist wie in anderen natürlich. Anderen MMORPGs. Aber es freut mich, wenn euch das Video gefällt. Und ja, deshalb. So, was müssen wir mit dem, glaube ich, labern? Es gibt viel zu tun. Okay, da haben wir angenommen gehabt. Genau. Müssen wir da rein, um die Gruft zu betreten. So. Ein schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der Siegerstraße ist. Haben wir da Schönes? Nix. Okay. Oh. Haben wir eigentlich einen Segen angenommen die ganze Zeit? Oh, geht kaputt. Oh, leck. Also, sie machen schon ein bisschen mehr Schaden, finde ich. Glaube ich. Zumindest. Oh, jo. Huhuhu. Deshalb, ich glaube, es wäre besser, wenn wir wirklich unsere anderen Begleiter nehmen würden. Weil irgendwie kriegen wir doch gar nicht aufs Maul. Ich wäre das besser mit dem Heiler. Vielleicht kann mir das auch einer mal sagen, ob was da besser ist. Ich dachte mir vielleicht, weil ein Tank halt. Was? Hallo? Unterwerft euch den Obersten, opfert im Blut, bla bla bla. Jo. Boah, leck. Alter. Ich muss irgendwie gleich mal andere Skillungen wählen. Ich muss mich dann mehr schlau machen. Dreckig Gruft, ey. Mhm. Okay. Was ist das? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Boah, leck. Mich doch am Ärmel, Alter. Nächstes Mal schicke ich die Kuschel vor. Wie? Warst du das schon, oder was? Geht das gut so wissen, dass das schon war? Ne, war es nicht. Natürlich nicht. Oh, neuer Auftrag ist fertig. Eine Spinne. Alter. Okay, wir müssen da weiter.
Aufzeichnungen. Die Geschichte der Grabräuber. Dachtet ihr wirklich, der erste Plünderer zu sein? Nee, aber... Nee. Oh shit. Was bist du für eine? Hi. Na, du Hübschi? Oh shit, Alter. Macht echt Damage hier, alt. Komm, bleib du mal schön hier, Fräulein. Sonst muss ich dich echt nur wegklatschen. Was ist das? Yay. Gut, machen wir mal das hier erstmal fertig. Was ist das? Okay, das Sieg haben wir jetzt auch genommen. Die hauten echt stark rein. Oh, Alter. Also, entweder, wir müssen echt mal gucken, was wir für eine Skillung hier nehmen. Ey, wir brauchen irgendwas anderes. Alter, sie übelst. Wir bräuchten mehr Heilung. Du still. Du machst die Arbeit nicht richtig, glaube ich. Oder ich mach's nicht richtig, ich hab keine Ahnung. Sagen. Wo guckst du? Boah, leck. Komm her. Oh Gott, schick zurück, Guschel. Heilen, warte mal, kann ich den nicht irgendwie auch? Gefährten, warte mal. Okay, gute Ausrüstung, oder? Er hat das drin, so. Er hat die Boni, warte mal. Alter, das muss jetzt mal freigeschaltet werden. Okay. Gut, warte mal, die Frage ist ja. Taxis abrollen haben wir drin. Und die Gruppe ist noch stark positionieren. So, Entschuldigung. Okay, aber was nehmen wir? Rauchbombe, aber das hier macht alles, glaube ich, ein bisschen mehr Damage als alles andere. Nee, macht hier keinen Sinn. Wir brauchen einfach. Oh, okay. Wir brauchen einfach andere Sachen. Noch ein bisschen mehr Items mäßig. Hier sind wir dahin und. Vielleicht holen wir uns wirklich einen anderen Gefährten. Weil das macht, glaube ich, keinen Sinn hier mit Gustl, weil ich krieg voll aufs Maul. Und der nicht. Alter. Muss man die aber auch nicht töten, ne. Doch, muss man natürlich, klar. Okay, jetzt muss man ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen ausweichen. Und einfach ein bisschen. Live regeneriere nochmal. So ein bisschen kiten halt dann. Alter Verwalter. Die hätten wir eh, glaube ich. Oh shit. Ja, die haben sie eh geerdet, also von daher.
Okay. Wuschel, mach was. Wuschel, nimm die Akku von denen, Alter. Was ist da mit ihr los, Junge? Boah, leck. Der macht hier echt nichts, ey. Die hauen echt übel rein. Müssen wir echt mal gucken. Da vielleicht was anderes machen. Aber vielleicht mache ich das als... Oh, eine Tasche. Silber. Weiße Perle. Okay. Aber ich muss mal gucken, dass wir vielleicht in einem weiteren Video das machen, wie wir einen neuen Begleiter auswählen. Ich muss mal einen anderen auswählen, glaube ich. Still ist nichts gegen dich, mein Guter. Aber das ist ja Zumutung mit dir, mein Freund. Ich bräuchte halt Heilung mehr. Oder zumindest jemand, der vielleicht mehr Damage macht. Ich brauche den Überraschungsangriff. Oh shit! Ich hab Falle ausgelöst. Scheiße, Alter. Ah, verdammt, falsche Attacke gewählt. Aber egal, okay. Lass mal schärfen. Aber ich meine, okay, kuscheln. Vergessen? Irgendwas vergessen, oder? Nee. Nee. Hä, haben wir was vergessen? Da geht's was rein, aber ich glaube, da kann man schon hinten rumlaufen noch. Gehen wir mal weiter. Hallöchen. Oh, was bist du denn für einer, mein Freund? Hi! Wurschtel, hauen um. Ne, das ist, glaube ich, dieser Weg. Der war da drin. Okay. Bleib jetzt da tot, mein Freund. Das ist besser für dich. Alter. Okay. Da runter, also ist glaube ich keine Rolle. Lass mal die Falle erstmal entschärfen hier. Aber überall Fallen. Jetzt geht das nicht. Ah, Wuschel. Die hauen schon echt übel rein. Muss man echt sagen. Kannst nicht looten, wenn ich im Kampf bin, Alter. Das Schicksal der Grabräuber. Mögt ihr Halbmenschen lieber roh oder angebraten? Frage.
kann man nicht kaputt machen, okay. Dann gehen wir erstmal hoch. Müssen noch eine heilige Feuerschale entzünden und unter den Griffdürst sammeln noch einmal was. Also ich muss sagen, das ist echt geil, dass man dort diese Verfolgung da hat. Das finde ich schon gut gemacht. Also manchmal auch Orientierung. Grabgräber. Ist das der oder was? Okay. Komm, Guschel. Oh, es sind zwei. The Gromlix 3 Teeth. Okay. Und dieser andere Heini. Machen wir erstmal den, ne? Was ist das? Ein Soft? Okay. Das war's? Mit den zwei? Okay, ich dachte, die hätten mehr. Obwohl, ich sag lieber nicht so laut. Wer ist denn das? Hi! Klagelied des Diebes, keine Ehre unter Dieben. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass das gibt. Ehre unter Dieben. Okay, dann war's fertig. Super. Ich bin ein ehrlicher Kämpfer. Bist du dann? Logisch, Junge. Alter, wie viele Leute sind hier? Es gibt viel zu tun. Hochversiegelung abgeschlossen. Gut gemacht. Jetzt, wo die Untoten nicht mehr unter unseren Füßen umherwandern, das ist besser als haben wir etwas mehr Ruhe. Okay, gibt's viel zu tun. Die Herrscher der Hügelgräber. Idris hat die mächtigen Splitter eines Artefakts mit dem Namen Totenglocke verwendet, um den Eingang zu ihrer Festung zu versiegeln. Ihr müsst diese Scherben zerstören, wenn ihr die königliche Anhöhe betreten und Idris besiegen wollt. Kriegen wir schon hin. Die Scherben sind in den uralten Hügelgräbern von Ebon Downs versteckt und werden von mächtigen Gruftschrecken bewacht. Ja, toll. Orte der Furcht. Idris schickt ständig Horden von Untoten, um uns und den Tempel zu zerstören. Selbst mit Kellenbors Unterstützung fällt es uns nicht leicht, Widerstand zu leisten. Und mit jedem Angriff werden wir weniger. Ich bezweifle, dass wir noch einen weiteren Angriff abwehren können. Aber wenn ihr euch auf die Untoten stürzen würdet, so hätten wir vielleicht eine Chance. Jagt Zombies im Sumpfgebiet und löscht so viele von ihnen aus wie möglich. Gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Zombies. Oh, Zombie Walk. Hi, Freunde. Hilfe! Alter! Oh shit!
Oh Gott, ich geh gleich drauf, Alter. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, Alter, ist das übel. Komm, 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 komm. Das war echt übel gerade. Kann man stehen gehen? Ich komme jetzt überall anscheinend. Zombie Walk hier, ey. Da kommen welche, die packen wir. Oh shit. Warte mal ein bisschen. Also vorher nicht so nah. Was ist denn das? Gut gemacht. Das wird die Armeen von Idris beträchtlich schwächen. Mit Kellenwors Unterstützung werden wir den nächsten Angriff womöglich überleben. So, okay, Freunde. Aber ich würde sagen, das war's mal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und Jura, bis zum nächsten Mal. Und da machen wir die Herrscher der Hügelgräber. Und ich will jetzt mal kurz mal im Unaufnahmen mal gucken, was man noch machen kann. Mit Skillung, Technik oder technisch. Oder vielleicht mit dem Kuschel. Beziehungsweise, warum ich so nah bin, das verstehe ich nicht. Muss ich mal gucken. Okay, vielen Dank und ciao.